Wurzeln sind bei den Pflanzen sehr wichtig. Davon ernähren sie sich. Eiche oder Kiefern. Die Esskastanie pflanzen wir hier. Oh, die sind lecker. So, jetzt müsst ihr mir erst mal erzählen, aus welcher Klasse. Charlotte. 3A. Pupschi, Pupschi. Die Karte Pupschi. Also ich sage erstmal herzlich willkommen. Wir gehen rüber, dann erzähle ich euch, warum ihr hier seid. Und wenn wir rübergehen, müsstet ihr mal im Storchengang, könnt ihr das? Storchengang? Das ist Jupp. Meine Hoch. Über den Raps steigen. Krieg mal hin. Ja? Okay. Ohne hinzufallen. Aber ich falle nicht. Okay? Okay, let's go. Ich bin Stefanie Kleiner, ich bin die Geschäftsführerin der Wurzeln Landwerke. Und wir haben im letzten Jahr die Chance erhalten, ein Agroforst-Projekt zu entwickeln. Und da eben von anderen Richtungen her die Vorbereitungen für so ein Thema schon liefen, haben die Bürgermeister uns eigentlich zusammengebracht und wir haben es dann angepackt. Ich bin Clara Thoma. Ich bin Angestellte beim IFAS und bin hier nach Thalwitz abgeordnet für das Projekt Agroflow. Mein Name ist Andreas Lau, ich bin Vorstand der Agrargenossenschaft Böhlitz und wir sind der Pächter oder der Eigentümer dieser Fläche. Warum haben wir uns das überlegt, die Bäume hier anzupflanzen? Ihr merkt ja, heute ist es ja schon schön windig. Heute passiert nicht viel, heute ist ja der Boden relativ feucht. Oh, jetzt kommt ein Sturm! Im Sommer, gerade wenn es besonders trocken ist und wir haben Bodenbearbeitung gemacht, sieht man ja immer diese feinen Bodenteilchen dann durch die Gegend fliegen. Und das ist ja das, was wir nicht mehr wollen, weil diese Bodenteilchen wollen wir natürlich im Boden halten, weil die am Taresend auch für das Wasserhaltevermögen mit verantwortlich sind. Aktuell ist die Fläche noch 92 Hektar groß, wird im Grunde genommen mehrfach jetzt geteilt, wenn man das so will. Im Hintergrund wird dann irgendwann mal der Tauchnetzgraben wieder eröffnet und das reine Agroforstsystem nimmt hier ungefähr 17 Hektar ein. Also wir betrachten das jetzt nochmal quasi aus der wissenschaftlichen Sicht. Wir haben jetzt hier 10 Agroforststreifen. Einer ist eher ein Windschutzstreifen im Westen, im Südwesten angeordnet. Die Streifen sind 18 Meter breit. Die haben 5 Gehölzreihen, immer 2 Pappelreihen, rechts und links und in der Mitte ein Wertholzstreifen. Also sind alle gleich aufgebaut. Innerhalb der Reihen haben wir ein bestimmtes Pflanzprinzip. Wir haben verschiedene Pappelsorten. Die sind so aufgebaut in Blöcken, verschiedenen, randomisiert angelegt, dass das auch nachher als Sortenversuch noch ausgewertet werden kann. Genau, und auch die Wertholzreihen sind immer in einer bestimmten Reihenfolge, dass wir das auch genau betrachten können. Das Projekt hat mehrere Themenpunkte, die es bearbeitet. Zum einen natürlich den ganz klassischen Klimaschutzaspekt, der hier passiert. Und wir wollen gerne einen eigenen Rohstoff hier in der Region produzieren, um diese Stoffkreisläufe zu verstärken und wollen dann das Holz, was hier dann in einigen Jahren zur Verfügung steht, eben nehmen, um in Nahwärmenetzen Wärmeversorgung für die Bürgerinnen und Bürger mit dem heimischen Rohstoff zu gewährleisten. Also aktuell ist Nahwärmenetz, was auf Hackschnitzel basiert, realisiert in Röcknitz in Thalwitz. Und wir sind daran, weitere Nahwärmenetze auszubauen und nutzen jetzt die 6 bis 7 Jahre zur ersten Ernte, um das quasi umzusetzen. Und wollen die hier überall in den Gemeinden im Wurzener Land, das sind Thalwitz, Lossertal, Bennewitz und Wurzen selbst, umsetzen. Gut, es ist letztlich endlich eigentlich ein neuer Wirtschaftszweig, weil am Taresende, wir als Landwirte brauchen hier auch immer regelmäßig neue Einkommensquellen, weil ich sage, wir als Landwirte hängen an den globalen Märkten, auf die wir leider nicht den Einfluss nehmen können, wie wir ihn gerne manchmal hätten.
die gesetzlichen Regelungen werden dahingehend auch für konventionelle Kulturen, wie wir sie hier anbauen, zunehmend auch immer schwieriger und damit eben halt am Taresende auch am globalen Markt teilzunehmen. Und das ist eigentlich das, was letztlich eigentlich auch ein Stück weit für uns damit zugesprochen hat. Zum einen eben halt der Erosionsschutz, das Thema Nachhaltigkeit mit voranzutreiben und eben halt auch eine zusätzliche Einkommensquelle zu erschließen und zu sichern für uns als Unternehmen. Wir haben jetzt sozusagen 5-6 Jahre Zeit, um diese ganze Wärmeinfrastruktur aufzubauen. Damit passen wir auch super in die Gesetzeslage, Wärmeplanungsgesetz, Transformationspläne etc., Gebäudeenergiegesetz und so weiter. Wir haben jetzt eher den Vorteil, dass wir tatsächlich was in der Hand haben, sozusagen, oder im Boden haben, was wir für die Argumentation benutzen können. Und da freuen wir uns sehr und sind motiviert, sozusagen diese Nahwärmelösungen umzusetzen, bis wir zur ersten Ernte kommen. Ich hatte sehr viel Spaß dabei, mit meinen Freunden Bäume zu pflanzen und dass es der Umwelt hilft. Mir hat es sehr gut gefallen und es ist halt eine schöne Erinnerung, wenn man hier vorbeikommt. Es gibt einfach noch sehr wenige Erfahrungen zu Agroforstsystemen und das hier ist eben jetzt ein guter, sehr guter Demonstrationsstandort, an dem wir erproben können, wie alles funktioniert und was vielleicht auch gut funktioniert, was weniger gut funktioniert, um das dann auch zu dokumentieren und dann auf weitere Flächen zu bringen, sodass das in Sachsen hoffentlich irgendwann auf sehr viel mehr Flächen passiert und gut funktioniert.